zwar manchmal sehr mühsam, aber wir geben unser Bestes. Hier war ja früher eine Pausenhalle und als die Küche in Nöttinghausen frei wurde, haben wir überlegt, zusammen mit mehreren Phasen, wir hatten nämlich hier keine eigene Lehrküche im Haus, hier nebenan ist ja die Mensa, da wird frisch gekocht, aber die Schülerinnen und Schüler mussten immer runter zum Käthe-Kollwitz Berufskolleg und da, das waren alleine schon vom Gehweg her, ja, zweimal 20 Minuten fast, Viertelstunde, bis ja mit so einer Hühnerschar, die man da runter treiben muss, dauert das ein bisschen länger. Und so ist das jetzt hier auch kurzer Weg. Und ich finde auch, es ist sehr schön geworden, die Integrierung der verschiedenen Anteile. Eine Koje haben wir dann noch dazu bekommen, neu, sodass wir jetzt 5x4 Arbeitsplätze haben und die zugehörigen Sitzplätze. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen hier. Das ist ja auch relativ flott gegangen dann von der Bauzeit her. Ging das dann sehr schnell und wir wollen das jetzt heute hier so ein kleines bisschen offiziell einweihen. Das ist ja integraler Bestandteil der Arbeitslehre, so heißt das. Ein Arbeitslehre fächert sich auf in Hauswirtschaft, in Technik, in die Fachräume unten, wo wir auch dringend investieren müssen, und in Wirtschaftslehre, das machen wir dann in den Klassen oder auch hier. Das ist ein Pflichtfach an Gesamtschulen, das kennt man ja so an Gymnasien gar nicht. Und dazu gehört nicht nur der Bohrmaschinenführerschein in der Technik, sondern auch Hauswirtschaft. Ja, Hauswirtschaft ist doch ein sehr vielfältiges Fach, muss man sagen. Anders als manche vielleicht denken, kochen wir nicht nur. Sondern die Inhalte werden halt zusammengesetzt aus der Ernährungsbildung und der Verbraucherbildung. Und im Grunde ist das Ziel, das wir hier haben im Unterricht, die Schüler dazu befähigen, ihre Lebensplanung und auch Gestaltung selbstständig zu bewältigen. Und dazu wird unter anderem unterrichtet, eben, dass man Kenntnisse über eine ausgewogene Ernährung und Lebensweise hat oder eben auch das eigene Essverhalten reflektieren kann, wo kann man etwas anders machen, umgestalten, verändern. Oder auch in Klasse 10, wie richte ich meine Wohnung ein, wie finde ich die passende Küche, sowas in der Richtung. Oder eben halt auch die Nahrungsverbreitung, wie Sie sehen, alle zusammen, was wir gestern mit den Siebenern der A- und B-Klassen gemacht haben. Und dazu ist eben diese neue Schulküche ganz besonders wichtig und toll für uns, eine Bereicherung ja, für den Unterricht an dieser Schule. Ich war auf dem Gymnasium, da habe ich vieles gelernt, aber genau die Punkte, die Sie gerade erwähnt haben, ausdrücklich nicht. Sodass ich, als ich dann nach Düsseldorf zum Studium gegangen bin, vor der Küche stand und von nichts Ahnung hatte. Ich habe es überlebt, aber ich denke, es ist gut, wenn man zu der Bildung junger Menschen auch diese Aspekte, die Sie gerade erwähnt haben, mit hinzunimmt. Denn so Autonomie und Selbstständigkeit hat ja nicht nur was damit zu tun, einen guten Beruf zu lernen, sondern sein gesamtes Lebensfeld zu gestalten. Und meine Kinder, die haben es kochen gelernt. Die kochen richtig, richtig gut, weil viel besser als ich, aber da haben wir als Eltern noch drauf geachtet, weil es, denke ich, ganz wichtig ist, solche Dinge auch mitzugeben und eben nicht nur curriculares Wissen zu lernen, sondern auch Vorbereitung auf die Selbstständigkeit, oder es gehört dazu zur Selbstständigkeit, auch solche Dinge zu lernen, die sie hier anbieten. Und da ist etwas gelungen, was wirklich, wo Zufälle zueinander kamen. Nämlich einmal die Frage der Lehrküche aus Klausen, die wurde frei durch die dortige Umgestaltung und dadurch war es möglich, hier mit einem finanziellen Aufwand, der immerhin auch nicht von schlechten Eltern ist, knapp 200.000 Euro hier, etwas zu bauen, was dieser Schule, Sie haben es ja gerade beschrieben, ausdrücklich weiterhilft. Das ist aus meiner Sicht ja sehr gelungen. In den letzten Jahren war es mit dem Investieren für uns nicht immer ganz einfach. Finanzrestriktionen waren nicht von schlechten Eltern. Aber wenn mir die Gemeindeprüfung dann mal irgendwann gesagt hat, Sie haben in den letzten Jahren vor allen Dingen in Bildung und Betreuung investiert. Im Grunde genommen alles Geld, was frei war für solche Dinge, sind im Bereich Schulausbau und Kindergartenausbau gegangen. Dann denke ich, haben wir nicht so alles falsch gemacht. Aber eins ist klar, bei unseren Investitionen in Zukunft wird Schule immer eine maßgebliche Rolle spielen. Wir sind froh, dass wir diesen Standort hier letzten Endes gefunden haben. Und ich denke auch, obwohl er einfach mitten in die Pausenhalle hineingeflanscht wurde,
sieht er verträglich aus, passt sich ein. Wir haben dann nachträglich noch die Scheiben ein bisschen verblendet, weil es doch sehr interessant war, hier reinzugucken, wobei das ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn die Mitschüler sehen, es wird etwas gearbeitet. Stellen Sie sich nochmal dahin. Ach so, kommt nicht auf die Herdplatte. Nicht auf die Herdplatte. Ja, das, nachher sieht das einer dann. Können Sie das ein bisschen, klein bisschen kippen? So, so ist gut. Super, toll. Wunderbar. Jetzt schaut ihr alle zu mir bitte. Hey, super. Also hier war ja früher eine Pausenhalle. Und als die Küche in Lüttinghausen frei wurde, haben wir überlegt, zusammen mit mehreren Phasen. Wir hatten nämlich hier keine eigene Lehrküche im Haus. Hier nebenan ist ja die Mensa, da wird frisch gekocht. Aber die Schülerinnen und Schüler mussten immer runter zum Käthe-Kollwitz Berufskolleg. Und da, das waren alleine schon vom Gehweg her ja, zweimal 20 Minuten fast, Viertelstunde, bis ja, mit so einer Hühnerschar, die man da runter treiben muss, dauert das ein bisschen länger. Und so ist das jetzt hier auch ein kurzer Weg. Und ich finde auch, es ist sehr schön geworden, die Integrierung der verschiedenen Anteile. Eine Koje haben wir dann noch dazu bekommen, neu, sodass wir jetzt 5x4 Arbeitsplätze haben und die zugehörigen Sitzplätze. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen hier. Das ist ja auch relativ flott gegangen dann von der Bauzeit her. Ging das dann sehr schnell und wir wollen das jetzt heute hier so ein kleines bisschen offiziell einweihen. Das ist ja integraler Bestandteil der Arbeitslehre. So heißt das, ein Arbeitslehre fächert sich auf in Hauswirtschaft, in Technik, in die Fachräume unten, wo wir auch dringend investieren müssen, und in Wirtschaftslehre. Das machen wir dann in den Klassen. Oder auch hier. Das ist ein Pflichtfach an Gesamtschulen, das kennt man ja so an Gymnasien gar nicht. Und dazu gehört nicht nur der Bohrmaschinenführerschein in der Technik, sondern auch Hauswirtschaft. Ja, Hauswirtschaft ist doch ein sehr vielfältiges Fach, muss man sagen. Anders als manche vielleicht denken, kochen wir nicht nur. Sondern die Inhalte werden halt zusammengesetzt aus der Ernährungsbildung und der Verbraucherbildung. Und im Grunde ist das Ziel, das wir hier haben im Unterricht, die Schüler dazu befähigen, ihre Lebensplanung und auch Gestaltung selbstständig zu bewältigen. Und dazu wird unter anderem unterrichtet, eben, dass man Kenntnisse über eine ausgewogene Ernährung und Lebensweise hat oder eben auch das eigene Essverhalten reflektieren kann, wo kann man etwas anders machen, umgestalten, verändern. Oder auch in Klasse 10, wie richte ich meine Wohnung ein, wie finde ich die passende Küche, sowas in der Richtung. Oder eben halt auch die Nahrungsverbreitung, wie Sie sehen, zusammen, was wir gestern mit den Siebenern der A- und B-Klassen gemacht haben. Und dazu ist eben diese neue Schulküche ganz besonders wichtig und toll für uns, eine Bereicherung ja, für den Unterricht an dieser Schule. Ja. Ich war auf dem Gymnasium, da habe ich vieles gelernt, aber genau die Punkte, die Sie gerade erwähnt haben, ausdrücklich nicht. Sodass ich, als ich dann nach Düsseldorf zum Studium gegangen bin, vor der Küche stand und von nichts Ahnung hatte. Ich habe es überlebt, aber ich denke, es ist gut, wenn man zu der Bildung junger Menschen auch diese Aspekte, die Sie gerade erwähnt haben, mit hinzunimmt. Denn so Autonomie und Selbstständigkeit hat ja nicht nur was damit zu tun, einen guten Beruf zu lernen, sondern sein gesamtes Lebensfeld zu gestalten. Und meine Kinder, die haben es kochen gelernt. Die kochen richtig, richtig gut, weil viel besser als ich, aber da haben wir als Eltern noch drauf geachtet, weil es, denke ich, ganz wichtig ist, solche Dinge auch mitzugeben und eben nicht nur curriculares Wissen zu lernen, sondern auch in Vorbereitung auf die Selbstständigkeit, oder das gehört dazu zur Selbstständigkeit, auch solche Dinge zu lernen, die sie hier anbieten. Und da ist etwas gelungen, was wirklich, wo Zufälle zueinander kamen. Nämlich einmal die Frage der Lehrküche aus Klausen, die wurde frei durch die dortige Umgestaltung und dadurch war es möglich, hier mit einem finanziellen Aufwand, der immerhin auch nicht von schlechten Eltern ist, knapp 200.000 Euro hier, etwas zu bauen, was dieser Schule, Sie haben es ja gerade beschrieben, ausdrücklich weiterhilft. Und das ist aus meiner Sicht ja sehr gelungen. In den letzten Jahren war es mit dem Investieren für uns nicht immer ganz einfach. Finanzrestriktionen waren nicht von schlechten Eltern. Aber wenn mir die Gemeindeprüfung dann mal irgendwann gesagt hat, Sie haben in den letzten Jahren vor allen Dingen in Bildung und Betreuung investiert. Im Grunde genommen alles Geld, was frei war für solche Dinge, sind im Bereich Schulausbau, im Kindergartenausbau gegangen, dann denke ich, haben wir nicht so alles falsch gemacht. Aber eins ist klar, bei unseren Investitionen in Zukunft wird Schule immer eine maßgebliche Rolle spielen. Wir sind froh, dass wir
diesen Standort hier letzten Endes gefunden haben. Und ich denke auch, obwohl er einfach mitten in die Pausenhalle hineingeflanscht wurde, sieht er verträglich aus, passt sich ein. Wir haben dann nachträglich noch die Scheiben ein bisschen verblendet, weil es doch sehr interessant war, hier reinzugucken, wobei das ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn die Mitschüler sehen, es wird etwas gearbeitet. Stellen Sie sich nochmal dahin. Ach so, kommt nicht noch auf die Herdplatte. Nicht auf die Herdplatte. Ja, das, nachher sieht das einer dann weg. Ihr könnt sogar so ein bisschen kleines kippen. So, so ist gut. Super, toll. Wunderbar. Jetzt schaut ihr alle zu mir bitte. Hey, super. Mein Gott.